Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem kleinen Wartales Info Video bzw. zu einer News. Es gibt nämlich ein neues Community Update, das zweite, also noch nicht das Content Update, auf das wir alle warten, sondern nochmal einige Verbesserungen und einige von euch werden sich freuen. Denn eine der großen Verbesserungen ist, dass es nicht mehr nur das automatisch skalierende System gibt, wie es bisher im Spiel war, sondern es gibt jetzt auch ein, ja, regionbeschränktes Schwierigkeitssystem, sodass ne, jede Region quasi ihre eigene Schwierigkeit hat und man, ne, wenn man halt merkt, dass man für eine Region noch nicht gut genug ist, aber auch in die andere Region zurückgehen kann, um sich zu trainieren. Ich denke, das ist eine Sache, die hat ja vielen Leuten nicht gefallen, dass die Autoskalierung quasi immer dabei ist und man, egal wie gut man ist, ständig gegen härtere Leute kämpfen muss und man nie das Gefühl so richtig hat, dass man überhaupt vorankommt. Ja, das gibt es jetzt also als Alternative. Wir gehen mal ein bisschen durch, das ist die große Neuerung, ein paar andere Sachen sind auch mit dabei und ja. Ich sag's euch jetzt schon mal, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch informiert fühlt, lasst ein Like da am Ende und ein Abo, falls ihr mehr solcher Videos hier auch sehen wollt. Denn gerade bei diesen ganzen kleinen Spielchen, wo es um Söldner geht, die man in der Gegend rumschickt, die begleiten wir hier auf dem Kanal immer wieder. Ja, und dann gehen wir mal die ganzen Punkte hier durch. Genau, also das große erste neue Ding ist, wie gesagt, das Region Scaling. Das Ganze funktioniert so, jedes Gebiet kriegt seine eigene Schwierigkeit und in diesem Gebiet selbst ist die Schwierigkeit auch nochmal ein bisschen gestaffelt. Die hängt davon ab, wie weit die Feindgruppen weg sind von der eigentlichen Stadt. Umso weiter sie weg sind, umso mächtiger werden die Feinde hier entsprechend. Beide Modi bleiben aber trotzdem im Spiel. Man muss sich eben nur diesmal am Anfang der Kampagne dafür entscheiden, wie man denn spielen möchte. Ob man im freien Modus spielt, also mit Deeskalierung, oder im Region-Locked-Modus, also in dem, wo jede Region die eigene Schwierigkeit hat. Die Entwickler schreiben natürlich auch, dass sie das ganze Gebiet getestet haben, aber freuen sich natürlich auch weiterhin über unser Feedback, falls die Balance nicht perfekt sein sollte. So, ihr habt es ja schon unten hier gespottet bestimmt. Das Questlog ist auch ein Feature, was sich viele Leute gewünscht haben, weil es manchmal so ein bisschen unklar war, wo man was machen sollte. Ja, jetzt wird es hier auf der rechten Seite auf der Karte, auf der Kartenübersicht, ein Questlog geben. Und dort wird es auch eine kleine Zusammenfassung zur jeweiligen Quest geben, was man dort machen soll. Da war ja der bisherige Plan der Entwickler gewesen, dass die Leute tatsächlich die Quests lesen sollen, damit sie wissen, was sie machen. Aber naja, heutzutage funktioniert das ja nicht mehr. Deswegen, ja, ist jetzt alles für alle etwas einfacher gemacht. Nach dem ersten großen Patch kam ja schon die Möglichkeit dazu, die Kampagne selber am Anfang zu customizen, dass man seine ersten paar Söldner etwas anders ausstatten kann, vor allem was den Spezialskill betrifft, den man sich hier aussuchen kann. Jetzt wird es ein neues Respezialisierungsgebäude, nennen sie es hier, in jeder Region geben, wo man seine Companion Abilities zum einen respecken kann, also wenn man sich irgendwie verskillt hat, dass man einfach alles rausballern kann wieder und in Zukunft vielleicht auch andere Dinge noch anpassen kann. Die nächste kleine Verbesserung ist das Camping Gear, nennen sie es so, und eigentlich ist es ja, so ein bisschen strange. Man hat jetzt nämlich noch eine Kiste in seinem Camp dabei, in der man Sachen lagern kann. Wieso ist das komisch? Nur weil man ja eigentlich, ist das Gewicht ja ein ziemlich einschränkender Faktor. Und da man ja die Kiste im Camp eigentlich auch mit sich rumschleppt die ganze Zeit. Aber gut, reden wir nicht über die Logik des Ganzen. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Kiste im Camp, wo man Sachen reinlagern kann. Ich denke, schlecht ist es definitiv nicht. Ich fand es damals auch ein bisschen störend, dass man die Sachen nirgendwo ablegen kann. Ich hätte es aber eher gedacht, dass man sie in den Städten ablegen sollte. Problem ist natürlich immer, dass man in die Region immer weiterziehen muss. Da hätte man die Bank irgendwie immer quasi in jeder Stadt die gleiche haben können. Aber es wäre irgendwie logischer gewesen für mich als jetzt, wo wir eine Kiste haben im Camp, die wir mit uns rumtragen, in der wir Sachen ablegen können. Egal. Es gibt sie auf jeden Fall. Genau, UX, UI. Man kann jetzt sortieren im Inventar. Das gab es ja auch gar nicht. Wir können jetzt nach Verkaufspreis, nach Gewicht oder nach Itemtyp sortieren. Sehr schöne Sache. Ja, wenn etwas im Angebot ist, dann wird uns auch tatsächlich der originelle Preis jetzt nochmal angezeigt. Dann sieht man auch, wie viel wir tatsächlich sparen. Ja, an Öl zu kommen war nicht so einfach. Jetzt kann man Fischöl bei den Apothekern auch kaufen. So ein paar Rezepte bei Alchemie und bei Schmiedekunst wurden angepasst. Einige bei der Schmiedekunst geben jetzt weniger Erfahrungspunkte, während einige bei der Alchemie mehr Erfahrungspunkte geben. Und es sollte uns jetzt möglich sein, mehr Eisen zu sammeln, wenn wir das tatsächlich sehr erfolgreich machen. Also quasi bei dem Minigame sehr gut abschneiden, dass man mehr bekommt. Bei den Wurfwaffen, also da gibt es ja einige, das Blendpulver, kleine Handbombe, Äxte und die verschiedenen Messer,
Die Benutzung von denen ist jetzt wohl einzigartig, das heißt einmal weg und dann sind sie ja für den Kampf dann erstmal raus. Man kann sie jetzt aber anders craften in Stacks und da wurden auch die Preise, das Gewicht und das Rezept angepasst entsprechend. Also im Prinzip gehen sie jetzt dann wohl eher den Battle Brothers Weg so ein bisschen mehr. Ja, dass man in der begrenzten Anzahl eben von den Sachen hat und die nicht endlos dann quasi benutzen kann, wenn man sie einmal ausgerüstet hat. Aber gut. Ob das jetzt weniger oder mehr nervig ist, das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Ja, Hideouts, also Banditenverstecke, werden jetzt tatsächlich so, wie es geplant war, ihre Stärke ordentlich reduzieren, wenn man die Gruppen, die außen rum sind, eliminiert. Das hat wohl manchmal nicht funktioniert. Ich glaube, bei unserem Playthrough, das wir gespielt haben, da ging das ganz gut. Aber gut, ist auf jeden Fall jetzt gefixt, sollte immer so funktionieren, wie sollte. Und man findet jetzt auch mehr Holz in der Welt. Ja, das Edoran-Szenario soll jetzt auch auf Vanales Seite abschließbar sein. Wir waren, glaube ich, auf Vanales Seite, haben es nicht geschafft. Also, da war wohl irgendwas irgendwie komisch. Also, soweit so gut. Eine schöne Verbesserung, oder eigentlich gleich zwei schöne Verbesserungen beim Kampf. Wenn wir jemanden ambushen, also wenn wir jemanden in den Hinterhalt locken, dann ist es jetzt tatsächlich so, dass die Feinde in der Mitte quasi umzingelt sind von uns. Also nicht, das war so ein völliger Schwachsinn. Es war ein sogenannter Hinterhalt, ja, aber man war trotzdem total verteilt. Hatte daraus überhaupt absolut keinen Vorteil. Ja, das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt werden sie umzingelt und wir können die dann quasi von allen Seiten angreifen. Das ist auf jeden Fall eine coole Verbesserung, die sehr immersiv ist. Und die ist auch sehr immersiv. Feindliche Bogenschützen werden jetzt eine größere Chance haben, ihre eigenen Verbündeten anzuschießen. Ja, weil, also vor allem, wenn sie in schlechten Positionen stehen. Ja, S Original Designed. Eigentlich war das so geplant anscheinend. Aber ja, wir wissen ja, wie es lief. Die haben einfach immer getroffen. Und niemals die eigenen Leute. Immer nur unsere Leute. War übel. Sollte jetzt besser sein. Gute Sache. Ja, die Terrorgeschichte wurde auch ein bisschen angepasst gegen den Phantomschwarm. Da kriegt man jetzt für jeden, den man tötet, verliert derjenige, der selber das Tier getötet hat, drei Terror-Stacks statt dem einen. Aber es gilt halt nur für diesen einen Typ, der das Tier getötet hat und nicht für alle. Ja. Genau, die Öleffekte haben jetzt auch eine größere Chance zu triggern. Also das sind die ganzen Zusatz-Damage und so weiter Effekte, die man eventuell bekommt. Das ist ganz cool. Letzte kleine Sache, dass die Preise für das Verkaufen von diesen kleinen Gegenständen ja, reduziert wurden. Ja, ansonsten einige Bugfixes, die könnt ihr euch dann selber durchlesen. Ist jetzt eigentlich nicht ganz so interessant. Genau, das sollte nur das kurze Video, der Überblick sein zum Community Patch 2. Ich denke, es sind ein paar sehr gute Verbesserungen dabei, nachdem die Leute auch gefragt haben. So gesehen, coole Sache. Die Roadmap wurde auch upgegradet. Im Prinzip hat sich hier, glaube ich, zeitlich einfach einiges verschoben, beziehungsweise das Community Update 2 ist halt hier jetzt rausgerutscht. Und jetzt sehen wir, im März ist das nächste geplant, die nächste Region. Das wird wahrscheinlich diese Sumpfregion werden, aus der wir immer wieder Screenshots schon gesehen haben hier. Da wurde einiges geteasert auf Twitter, wo es wohl irgendwelche krassen Wildschweine und so weiter gibt. Ich versuche euch das ein bisschen hier einzublenden, falls ich die Bilder dazu finde, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Ja, ne, neues Level Cap kommt dann dazu, beziehungsweise wir können mehr leveln, neue Feinde, ja, die vermaledeiten Dörfer können wir dann erkunden, Skills für unsere Tiere, die wir erzählen. Und wir müssen vor den Horden abhauen und viel, viel mehr. Ich bin gespannt, ne? Harax Marshlands im März dann. Ich denke, dann können wir definitiv auch mal wieder reinschauen in War Tales. Vielleicht auch mit dem neuen Modus. Ja, in diesem Sinne, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bleibt dem Kanal treu, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.